Punktrechnung vor Strichrechnung? Au! Genau. Gleichungen in der Praxis. Wir lösen heute Gleichungen und wir bedienen uns da irgendwelcher Praxisaufgaben. Aber bevor wir damit anfangen, nochmal bitte ein paar Kleinigkeiten. Was passiert, wenn ich zum Beispiel sage, 2x plus x halbe plus 7 ist gleich minus 8x minus 5? Was müssen wir machen? Also zusammenfassend ist klar, dass hier sind 2,5x plus 7 und den Rest schreibe ich ab. Und jetzt, der nächste Schritt ist grundsätzlich plus 8x. Warum? Weil das die wenigeren x sind. Nicht, dass die Zahl 8 trübt. Nee, das sind Schulden. Also, plus 8x ist das Gegenteil davon. Und was könnte man eigentlich noch machen, damit die 7 gleich verschwindet? Das ist kein Verbot. Wenn wir mittlerweile Profis sind, können wir auch gleichzeitig minus 7 dahinter schreiben. Wir müssen es aber machen. 8x und 2,5x sind 10,5x. Die 7 verschwindet automatisch, die minus 8x verschwinden und minus 7 minus 5 ist minus 12. Na, der Rest ist klar durch 10,5 und wir sind fertig. Hier gibt es eine Frage. Also, jetzt nochmal ausführlich. Wenn hier steht, ich nehme die Zeile hier nochmal weg. Ich nehme diese ganze Zeile, die hier steht, die da drüber, die schreibe ich nochmal hin. 2,5x plus 7 ist gleich minus 8x minus 5. Und ich mache jetzt das hier. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Plus 8x minus 7. Plus 8x minus 7. Jetzt gibt es eine technische Frage. So, also das heißt, das war jetzt die ausführliche Variante. Ich muss ja immer, wenn ich was tue, denkt an die Waage, die darf nicht umkippen. Ich muss auf beiden Seiten das Gleiche tun. Habe ich es hier getan? Habe ich es hier getan? Jetzt fassen wir diesen Kram jetzt hier, diese Zwischenzeile, sage ich gerne, die fassen wir mal zusammen. Also, zusammengefasstes. 2,5x, hier habe ich x und 8x. Das kann ich zusammenfassen als 10,5x. Plus 7, minus 7 brauche ich nicht zu unterstreichen, weil das andere ja unterstrichen ist. Ergibt 0. Da kann ich hinschreiben, plus 0. Das mache ich aber nicht. So, hier drüben. Minus 8x plus 8x verschwinden zu 0. Schreibe ich aber nicht hin. Minus 5 minus 7 ist minus 12. Und jetzt ist klar, hier steht ja ein Mal, also ich muss noch durch 10,5 teilen. Und dann ergibt das x ist gleich minus 12 10,5. Das ist jetzt zwar eine hässliche Geschichte, aber das kann man mit dem Taschenrechner immer noch ausrechnen. So ein Kram, das machen wir heute. Und wir werden uns mal rantasten. Und zwar folgende Aufgabe. Ein Müllauto, jetzt müsst ihr mitschreiben, gegeben und eventuell schon eine Skizze machen. Ein Müllauto hat einen quaderförmigen Innenraum, in dem der Müll gelagert wird. Ich würde an eurer Stelle schwupp, 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 schwupp sowas malen. Dieser ist mit komprimierten Müll zur Hälfte bereits gefüllt. Joa. Mache ich hier, schwupp, und schraffiere das. Das bereits im Müllauto befindliche Müllvolumen beträgt 18 Kubikmeter. Der quaderförmige Innenraum ist 2 Meter breit und 3 Meter hoch. Mir ist jetzt klar, dass diese Maße nicht schön sind, weil die jetzt nicht stimmen. Ich habe ja diese 2 und 3 Meter noch nicht gelesen gehabt. Aber das schadet nicht. Ich habe insgesamt schon mal was gekonnt. Wenn man davon ausgeht, dass der komprimierte Müll im Normalfall dreifach so groß ist, oho, V-Komp gleich ein Drittel von V-Original. So könnte man es hinschreiben. Oder wer hat noch eine Variante? Nun, so könnte man es auch schreiben. Frau Komp mal 3 ist gleich V Original. So, wenn man davon ausgeht, ist die Frage, erstens, wie lang ist der Container insgesamt? Contain heißt enthalten, ne, der Behälter. Wie lang ist der insgesamt? Und wie viel Müll kann so ein Müllauto insgesamt sammeln? Was muss ich jetzt für ein V hinschreiben? Na klar, wenn ich von solchen Begriffen ausgehe, hier, von diesem Zeug hier,
Dann muss ich sagen, in diesem Fall den originalen Müll, wie er draußen rumliegt. Frau Orrig, das reicht dicke aus. Lösung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer eine Lösung von alleine hinkriegt. Wir kennen die üblichen Formeln. Also Formeln sind, wie man Volumen von Quadern berechnet, ist logisch Grundfläche mal Körperhöhe, ne? Und so weiter. Also das könnt ihr alleine. Macht mal. So, schnappen wir uns nochmal diese Aufgabe und jetzt haben wir ja folgende Dinge zusammengetragen. Hier die Skizze sagt, dass der Kasten im Moment halb voll ist. Wir wissen aber noch nicht die Gesamtlänge. Ist aber nicht schlimm. 2 Meter drei, breit, 3 Meter hoch, auch nicht schlimm. Wir wissen, dass V-Comp ein Drittel von V-Original ist. Der komprimierte Müll hier drin, das ist ein Drittel von dem, was draußen rumlag. Also muss ich das schon mal mit reinnehmen. Aber Achtung, ich muss den gesamten Container mal reinnehmen, damit ich weiß, wie viel nämlich insgesamt das Auto fassen kann. Also den gesamten Container, und jetzt stelle ich folgende Erkenntnisse auf, und das schreibt man sich am besten auf. 18 Kubikmeter ist im Moment die Hälfte von dem, was ich suche. Was ich teilweise suche, damit ich es dann später verwenden kann. Im Moment habe ich nämlich die Hälfte erst zusammengedrückt. Da kommt hinten immer wieder dieser Stempel und drückt es zusammen. Physikbuch 7. 8. Klasse ist diese Skizze auch mit drin. So, demzufolge, dass dieser Pfeil heißt, daraus folgt, ne, aus dieser ersten Zeile folgt die zweite. 36 Kubikmeter ist V-Comp. Jetzt gucke ich hier ins Blaue. V-Original, was ich rauskriegen will, was draußen rumliegt, ist das dreifache Volumen von V-Comp. Na, das kann ich schnell mal drei rechnen, bin ich schon fertig. Ohne große Sache. Viertens, wir wollten wissen, wie lang ist der olle Container insgesamt. Wenn er jetzt nur halb so voll gefüllt ist, muss ich letztendlich das ganze Volumen nehmen, nämlich 36 Kubikmeter vom Container aber. 36 Kubikmeter, was ich vorhin rausgekriegt habe. Und das ist nun mal Grundfläche mal Körperhöhe. Körperhöhe weiß ich schon, Grundfläche errechnet sich aus L mal 2 Meter. L mal 2 Meter erhalte ich die Grundfläche, mal 3 Meter, das ist die Körperhöhe, das ist die hier. Teile diese Gleichung durch 2 Meter und durch 3 Meter auf einen Schlag und 6 Meter ist dann die Geschichte lang. Antwortsätze, so macht man es bei Textaufgaben fertig. Natürlich, der Ansatz ist genauso schön mit der Länge. Ich könnte auch sagen, ich gehe mal von dem Teil 18 Kubikmeter aus und sage, 18 Kubikmeter, draußen ist Sport, ist gleich L halbe mal 2 Meter mal 3 Meter. Und wenn ich das durch entsprechend teile und dann wieder mal 2, na machen wir es mal, durch 2 Meter, durch 3 Meter, 18 durch 2 ist 9, durch 3 ist 3 Meter, ist gleich L halbe. Wenn ich jetzt wieder sage mal 2, dann habe ich 6 Meter, ist gleich L. Also ich komme immer wieder drauf. Klar, geht auch. Also man muss, um 5 Meter so eine Linie zu ziehen, muss Karl sein Seil erstmal hinlegen und Paul seins halbieren. Das sind ja dann 2 Meter. Das ergibt dann so wie hier so 5 Meter. Und dann ziehen die da einfach so einen Strich mit der Kreide und markieren das so. Und dann nimmt Karl sein Seil und eben die Kreide. Und Paul hält am anderen Ende, da wo die 5 Meter sind, da so fest. Und Karl macht dann so einen Kreisbogen. Und das Ganze wird dann auch mit dem Seil von Paul gemacht. Und dann hat man ein rechtwinkliges Dreieck. Na, kannst du es noch malen stellen? Jetzt noch fertig malen von den Ach so, ja. Und wo ist der rechte Winkel dann? Da. Also kann man nicht mehr loben, als es geht. Wir hatten ja hier 4 Meter und hier 3 Meter. Daher die Kreisbogen. Ne? So, und jetzt, weshalb das auch funktioniert. Nach dem sogenannten Satz des Pythagoras kann man sagen, 5 Meter in Klammern zum Quadrat ist genauso wie 3 Meter in Klammern zum Quadrat plus 4 Meter in Klammern zum Quadrat. Wenn ich das ausmultipliziere, habe ich hier 25 Quadratmeter ist gleich 9 Quadratmeter. Plus 16 Quadratmeter und das ist eine wahre Aussage und demzufolge habe ich wirklich einen wahren, echten, rechten Winkel. So, also besser konnte man es nicht machen. So, eine andere Aufgabe, liebe Leute, und zwar jetzt eine ganz einfache. Wir sind in der 7. Klasse, nicht zu vergessen. Da muss man sowas können. Ein Bagger, warte mal, wo ist der Text? Ein Bagger hat eine Schaufel mit halbkreisförmigen Außenseiten.
Ich glaube, das sollten wir mal eine Skizze machen. Also nochmal den Satz, ein Bagger hat eine Schaufel mit halbkreisförmigen Außenseiten. Habe ich gerade die Halbkreis, haben wir gerade erarbeitet, aber das wusste jeder. Und die Schaufel, welche 1,8 Meter breit ist. 1,8 Meter breit. Jo, haben wir hier eine ganz schöne Schaufel, ne? Schwupp und schwapp. So, und das hier sind die 1,8 Meter. Ist gleich B. B wie Breite. Am besten. Die Öffnung der Schaufel ist 0,6 Meter groß. Ja, was bleibt denn jetzt übrig? Also wie so eine Badewanne, ne? Bloß, dass die hier halt hin und her rollen würde. Die Öffnung ist 0,6 Meter groß. Das ist also der Durchmesser. Öffnung sagt man da auch zu. Wie viel kann die Schaufel fassen, wenn man von gestrichenem Maß ausgeht? Nehmen wir einen Löffel von der Seite. Hier ist der Stiel. Wenn ich den in Zucker reinhalte und raushole, hat er so einen, naja, hat er so einen Berg oben drauf. Gestrichen heißt, wenn ich mit dem Messer hier oben glatt streiche, dann ist also nur das gefüllt, mehr nicht. Gestrichenes Maß. Ich könnte auch anders sagen, was ist denn, wenn ich dieses Ding voller Wasser fülle hier? Da gibt es auch keine Berge, ne? Also ganz geringe natürlich, ich weiß. Kohäsion oder Adhäsion? Kohäsion, ne? Ja, schon gut. So, also, wie viel kann die Schaufel fassen? Was müssen wir schreiben? Gesucht ist? Was müssen wir schreiben? Ja? Na klar, Volumen. Na denn, ihr guckt theoretisch jetzt im Tafelwerk nach, aber ich gebe folgende Formeln. Also V ist G mal K. Das wissen wir. Und wie sieht denn diese Grundfläche aus hier? Halbkreis, genau. Also V ist, und jetzt, wie ist eine Halbkreis? A eines Halbkreises. Halbkreis. Pi mal R Quadrat ist ein Vollkreis. Und das Ganze? Durch 2 oder mal 1,5, genau. Und jetzt bastelt die Formel mal zusammen und rechnet es mal aus. Den ollen Löffel, den kann ich mal wegmachen. Und ihr seid am Rechnen. So, jetzt haben wir versucht, das zusammenzustellen. Die Formel hat eine Schülerin aufgeschrieben. Wenn man sich überlegt, dass diese olle Badewanne hier ein halber Zylinder ist, haben wir hier die Grundfläche und dann sind die 1,8 Meter die Körperhöhe. Deswegen hat sie hier ein K ersatzweise rot daneben gestrichen. Ich hatte gesagt B wie breit. Und wenn wir sagen, das ist K wie Körperhöhe, dann müssen wir es überall ersetzen, ne? Dann sieht man plötzlich, aha, so funktioniert es. So, die Formel haben wir zusammengestellt aus, weil die Grundfläche in diesem Fall eine halbe Pi mal R Quadrat, nämlich eine halbe Kreisfläche ist, Halbkreis, HKR, haben das direkt so eingesetzt, eine halbe Pi mal R Quadrat mal K. Und jetzt kommt, jetzt erfüllen wir das praktisch mit Leben, eine halbe, abschreiben, 3,1 hier, abschreiben, 3 Dezimeter in Klammern zum Quadrat, einsetzen und jetzt die 18 Dezimeter einsetzen. Jetzt haben wir uns überlegt, damit wir nicht noch mit dem Taschenrechner teilen müssen, kürzen wir durch 2, ich mache es mal ein bisschen dunkler, die 2 durch 2 ist 1 und die 18 durch 2 ist 9. Das muss ich quadrieren, das ergibt 9 Quadratmeter. Und das ergibt ja auch wieder nach dem Kürzen 9 Dezimeter. 9 mal 9 ist 81 Quadratdezimeter mal Dezimeter, Kubikdezimeter und vorne die 3,14 und das 1 durch 1 können wir uns schenken und dann kommen wir auf diese Ergebnisse. Jo, ich mach mal Pause. So, bis dahin alles klar. Ich sag mal schon im Vorfeld schöne Pause, obwohl es noch nicht ganz so weit ist, aber ich schließe das Video jetzt hiermit ab.